Hey Leute, was geht ab bei euch und willkommen hier zu einem weiteren Unboxing. Und ihr seht richtig, ich habe hier heute ein paar Star Wars Sticker Tütchen am Start. Das sind die Star Wars Sticker zur 7. Episode Teil 1. Anscheinend gibt es da auch Teil 2, aber ich habe hier nur Teil 1 Sticker Tütchen. 50 Tütchen, Leute. Ich werde alle 50 Tütchen öffnen. Ihr wisst ja, ich finde Star Wars gut. Gebe ich offen und ehrlich zu. Aber das letzte Mal, wo ich Star Wars geguckt habe, natürlich den 7. Teil, habe ich vor einem Jahr das letzte Mal gesehen, weil der 7. Teil ist wirklich, der ist wirklich geil. Ich werde, denke ich mal, auch zum 8. Teil ins Kino gehen am Ende des Jahres. Der kommt ja wieder am 19. Dezember, 21. Dezember, irgendwie so. Auf jeden Fall, was ich nachsagen wollte, die ersten 6 Teile, ne, die sind ja halt schon auch schon Ewigkeiten draußen. Und das letzte Mal, als ich die geschaut habe, und deswegen kenne ich mich jetzt auch nicht mehr so wirklich gut aus, ist bestimmt 7, 8 Jahre her, als ich die letzten Teile gesehen habe. Also alle Teile so gesagt gesehen habe. Ist schon zig Jahre her. Aber ich hoffe mal, ich kann trotzdem was zu den Stickern sagen. Und ich habe mir auch gedacht, es gibt ja halt nicht häufig Star Wars Unboxings bei mir auf meinem Kanal. Deswegen habe ich mir gedacht, öffne ich 10 Tütchen? Nee. Es gibt halt selten Star Wars Videos und ich habe mir gedacht, kann ich auch gleich mal alle 50 Sticker Tütchen raushauen in einem Video. Dann haben die Star Wars Fans hier auf meinem Kanal was zu gucken, gerade der Skywalker. Liebe Grüße gehen raus an dich, Max. Und wer, du schaust dieses Video nicht, ne? Wer, du schaust dieses Video nicht. Ich mache dieses Video extra hier nur für dich. Spaß. Dieses Sticker Tütchen hat mir ein Abonnent zugeschickt. Und nein, ich zerreiß den ersten Sticker. Auch sagt mir noch einer, dass da große Sticker drin sind. Voll zerrissen den ersten. Und das ist auch noch Way. Noch. Och nö, Way zerrissen. Way Impact. Das sind jetzt nur solche Sticker zum Film, alles klar. Zur 7. Episode. Da kann ich ja jetzt nicht so viel sagen. Und das 50 Sticker-Tütchen, Leute. Das 50 Sticker-Tütchen. Und den ersten habe ich hier schon mal zerrissen. Weiter geht's. Muss ich halt langsam öffnen. Oh, hier, auch ein Stickertütchen zu damals. 162, die großen lege ich mal hier hin. Ja, hier, das ist die Szene, wo sie da in den Bunker, sage ich mal, gehen. Oder wie soll ich es ausdrücken? Wo dann Rey hier ihr Lichtschwert bekommt. Glitzer-Sticker gibt es auch. Sehr cool. Also ihr könnt mir alles unten in die Kommentare reinballern zu Star Wars. Was in Star Wars 8 vielleicht passiert, geschieht und so weiter. Weil da gibt es auch einige Theorien. Wer stirbt? Kommt Yoda wieder? Und so weiter. Na. Also ich finde es echt nicht so gut, dass hier solche großen Sticker mit bei sind. Wenn, dann kann man halt alle Sticker so klein machen. Also bei der Bundesliga ist es was anderes, aber hier bei Star Wars wäre es wirklich nicht nötig gewesen. Aber wenn man halt, ja, hat Vor- und Nachteile. Ne? Ich habe hier schon wieder den nächsten Sticker eingerissen. Das meine ich, das ist halt doof bei den großen Stickern. Das muss man irgendwie anders machen, sonst zerreißt man immer wieder welche. Finn und Rey hier. BB2 hieß er so? Ich glaube schon. Der nächste glänzende Sticker mit der Nummer 32. Finn, der hier seinen Piloten da fliegt, Chewbacca, Darth Vader und die Stormtrooper und dann wieder hier Win. Die Mischung aus Rey und Finn. Win. Rey und Finn natürlich. Ich denke mal, da sind auch die meisten Sticker von den beiden. Weil es halt die zwei neuen Hauptcharaktere, kann man die schon als Hauptcharaktere bezeichnen? C3PO und R2D2. Also Rey auf jeden Fall. Finn könnte ich mir auch vorstellen, dass der jetzt hier irgendwann sterben wird. Vielleicht sogar schon in Episode 8? Fragezeichen. Hier ist er ja, als Glitzersticker.
Dann Kylo hier. Kylo. R2-D2. Upsala. Falscher Stapel, der kommt dahin. Und so weiter und so fort. Aber ich will jetzt nicht zu jedem Sticker irgendwas sagen. Weil ihr wisst ja und ihr seht es. Wir haben so viele Stickertütchen hier heute am Start. Darth Vader hier mit seinem geilen roten Lichtschwert. Aber ich will natürlich alle Sticker mal hier in die Kamera halten. Weil ich denke mal, wir haben unser Album gut gefüllt mit diesen 50 Tütchen. Dann ein Schneetruppler, wenn mich nicht alles täuscht, oder? Bam, bam. Und da wage es noch einer zu sagen, ich habe keine Ahnung über Star Wars. Ich habe ja erklärt, wieso ich keine Ahnung habe. Ich gebe es auch zu. Ich finde Star Wars gut. Ich feiere es sogar. Aber ich müsste mal nochmal alle Filme anschauen, um halt quasi das Wissen aufzufrischen, sagen wir es mal so. C3PO. Und der nächste Glitzer-Sticker. Der nächste Glitzi. Glitzi, Glitzi, Glitzi. Ihr Glitzi, Glitzi, Glitz, Glitz. Leute, seht euch das mal an, ne? Der Stapel wird nicht weniger. Immer noch so viele Tütchen am Start. Deswegen versuche ich jetzt einfach mal ein bisschen schneller jetzt zu öffnen. Den hatten wir schon. Ich glaube, den hatten wir auch schon. Den hatten wir auch schon. Also jetzt fangen hier, den hatten wir auch schon. Jetzt fangen hier die doppelten Sticker an. Ist ja mal gar nicht gut. Diesen Glitzersticker hatten wir, glaube ich, auch schon sogar. Fehlt noch und habe ich schon. So, weiter geht's. Also es sind nicht nur Sticker zum 7. Film dabei, sondern auch halt zu den älteren Episoden. Ich hätte gedacht jetzt nur zu den neuesten, zum 7. Da zum Beispiel hier diese Szene hier, wo war sie? Hier ist natürlich schon deutlich älter. Aus welcher Episode kann ich euch leider nicht erzählen. Yoda, Darth Vader hier wieder die Szene und C3PO mit R2-D2. Oh, das ist hier so ein AT-AT Walker oder so. Nennen die sich so? Sternenjäger, Sternenzerstörer? Heißen doch die Dinger hier, oder? Ihr könnt mir, wie gesagt, alles unten in die Kommentare reinschreiben. Da danke ich euch sehr. So, einmal ganz kurz sortieren. Und dann kann es weitergehen. Stormtrooper am Start. Dann wieder hier so ein Schiff, so ein Raumschiff. Chewbacca. Wieder ein Stormtrooper auf so einem, ja, wie soll ich sagen, keine Ahnung. Ray. Ich weiß nicht, wie die genaue Bezeichnung dafür ist. Oh, das ist ein geiles Bild. Das ist ein geiles Bild. Leute, muss ich echt sagen. Ich würde sagen, wir öffnen noch zwei Tütchen und dann zähle ich mal ganz schnell durch. Hier, Darth Vader. Oh yeah. Dann zähle ich mal ganz schnell durch, wie viele Sticker-Tütchen wir noch haben. Dieses öffne ich jetzt noch. Dieses Tütchen. Finn hier. So, schauen wir mal. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Wir sind jetzt erst fast bei der Hälfte. Oioioi. Also ich will das hier nicht künstlich in die Länge ziehen. Also ich öffne jetzt hier, Leute. Ich sprinte hier durch quasi. Wie Usain Bolt. Das war ein guter Witz, oder? Oh, Chewbacca als Glänzi, als Glitzersticker. Kylo.
Aber ich wollte jetzt nicht zu jedem Sticker jetzt was sagen und ich fange wieder an. Aber irgendwie muss ich dazu was sagen. Also ich würde es auch besser finden, wenn auf manchen Stickern mal was draufstehen würde. Und nicht nur immer Sticker zu den Sequenzen vom Film. Oder was sagt ihr? Aber wahrscheinlich stehen zu den einzelnen Sequenzen dann im Album was. Das kann natürlich auch sein. Also wäre mein Vorschlag wieder... Hat sich mein Vorschlag wieder in Luft aufgelöst. So geht es ja auch, einfach ins Album zu schreiben bei den Stickern dann, was da passiert ist und so weiter. Oh, Sticker Nummer 2. Da bin ich gespannt, was es für ein Sticker ist. Der letzte hier, okay. Geht gleich mal mit Finn hier los. Sticker Nummer 2 im Album. Und doppelt. Es geht schon wieder los. Nice. Geiler Sticker hier, Leute. Way. Ja, guck mal, der Sticker bekommt einen extra Platz hier unten, würde ich sagen. Ne? Way und Finn bekommen hier einen extra Platz. Ja. Ganz klare Sache hier. Okay. Ich denke mal, wir sollten so um die 20, 25 Minuten hier für dieses Video erreichen, denke ich mal. Also für die Star Wars Fans ein Genuss, hier die ganzen Sticker zu sehen. Ist hier nicht. Hier. Jar Jar Binks. Ist das der? Nee, der ist anders, oder? Das ist halt auch wieder so ein Sticker von Episode 4, 5, 6, 1, 2, 3, keine Ahnung. Wie gesagt, und diese Filme 1, 2, 3, 4, 5 und 6 habe ich für das letzte Mal vor 7, 8, 9 Jahren gesehen. Kann ich euch nicht mehr genau beantworten. Da war ich 10 oder so. Also 10 Jahre bestimmt her. Oh, Sticker Nummer 1. Jawohl. Den hatten wir schon. Hatten wir noch nicht, noch nicht, noch nicht. Und hier hatten wir auch noch nicht. Sticker Nummer 1. Damit geht es los im Album. Also ich hätte erstmal die Charaktere so vorgestellt. Rey jetzt hier doppelt. Rise Skywalker. Möchtest du Rey Glitzersticker haben? Geil. Ist das schon wieder? Nein. Nein. Jawohl. Ein anderer Glitzersticker von Away. Geil. Lege ich auch mal hier unten hin. Hier, Away wurde ja gefangen gehalten im 7. Film. Hier die Szenen dazu. Chewbacca mit Bad Hair Day. Chewbacca mit Hashtag Bad Hair Day. Also Alf, vielleicht siehst du das Video ja. Chewbacca hat auch Bad Hair Day. Geil. Weiter geht's. Yoda wieder am Stüssel. So, ich zähle mal nochmal ganz kurz durch. Ich glaube, wir sollten jetzt bei 10 Tütchen noch sein. 3, 6, 9. 12 Tütchen noch, Leute. 12 Tütchen und wir nähern uns dem Ende. Wir nähern uns dem Ende. Geilo. Yoda. Keine Ahnung, was da so abgebildet ist. Und hier wieder Ray. Ich glaube, den Sticker haben wir jetzt schon zum 3. oder 4. Mal gezogen. Und ihr seht, Leute, wie viele Sticker hier schon wieder auf dem Tisch liegen. Und die nächste Serie, die ich sortieren muss. Ich muss noch so viele Serien sortieren, Leute. Das ist nicht mehr feierlich.
Ich weiß gar nicht, wann ich das alles machen soll. So viele Serien. Die Mega-Quacks muss ich noch sortieren. Also die Mega-Quacks, die Karten. Dann die La-Liga-Sticker habe ich sortiert, muss ich aber noch einkleben. Die Champions-League-Sticker muss ich sortieren. Die Bundesliga-Sticker, die FIFA 365-Sticker. Die Handball-Sticker. Die Webstars auch noch, fallen mir auch gerade noch ein. Webstars, Schalke-Sticker, Bayern-Sticker, Österreich-Sticker. Will nicht jemand zu mir kommen und die ganzen Sticker sortieren? Also das war jetzt ein Spaß. Aber irgendwie muss ich das irgendwann noch schaffen. Spätestens im Sommer. Ja, ich denke mal, spätestens im Sommer mache ich das. Chewbacca. Wieder mit Bert Helle hier am Start. Oh, das ist cool. Eine geile Szene. Und dann hier am Ende nochmal. Und dann kommen wir zu den letzten 5 Tütchen. Wo wir erneut einen großen Sticker von Way drin haben. Okay, jetzt haben wir noch 5 Tütchen, Leute. Jetzt haben wir noch 5 Tütchen. Das ist das 5. Und wir starten mit Finn Glitzer. Ja, 2D2, 2-3-PO. Und dann hier, keine Ahnung, was ich damit anfangen soll. Bestimmt auch schon wieder aus der 5. Episode. 6. 3. I don't know. Auf jeden Fall würde ich sagen, kann ich mich jetzt hier schon fürs Zuschauen bedanken, Leute. Ich hoffe, die Star Wars Fans fanden es gut, dass ich mal 50 Tütchen geöffnet habe von einer Star Wars Sticker Serie. Denn ja, lasst auf jeden Fall ein Däumchen nach oben da. Gerade du, Skywalker. Ich hoffe, du schaust hier bis zum Ende. Wenn nicht, bin ich stinkesauer. Bam bam, badam und badam. Und ein Tütchen haben wir noch. Wie gesagt, Däumchen nach oben. Ich würde mich sehr, sehr drüber freuen. Es kommt immer wieder mal ein Star Wars Unboxing, gerade zu den neuen Force Attacks Universe, heißen die so? Force Attacks Universe, die sind richtig, richtig geil. Also die sind echt geil. Da wird es definitiv auch noch Pack and Play, Duell der Macht und so weiter geben. Auf jeden Fall war es das jetzt hier, Leute. Das war es mit den 50 Sticker-Tütchen der Star Wars Sticker Serie. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Wir sind jetzt in der Endcard in der Mitte. Könnt ihr mich kostenlos abonnieren, um keiner meiner Videos mehr zu verpassen. Rechts daneben findet ihr die letzten 2 Videos von mir. Checkt sie ab, falls ihr noch nicht gesehen habt. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Tschüssi.